Heute zeige ich dir drei Wege, wie du dich endlich wieder glücklich fühlst. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auf dieses ganz besondere Video, denn ich stelle immer wieder fest, auch in meinen Gesprächen, ja, dass es eigentlich so ist heutzutage, dass wir Frauen ja unfassbare Freiheiten haben, unfassbare Möglichkeiten haben. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen im Leben, wo wir uns nicht glücklich fühlen. Und deswegen lass uns da einfach dieses Mal nochmal tiefer reingehen und schauen, okay, was sind denn die Stellschrauben, die du drehen kannst, dass du dich für dich einfach morgens schon, wenn du aus dem Bett aufstehst, glücklich und erfüllt fühlst und einfach mit einer mega Energie in den Tag startest und dann dadurch, durch diese Energie, natürlich auch die Erfolge in deinem Leben hast, die du dir so sehr wünschst. Denn alles ist letzten Endes Energie. Und wenn du daran drehst, wirst du feststellen, dass sich alles in deinem Leben verändert. Ja? Doch bevor ich jetzt anfange, denk dran, auf jeden Fall unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es zweimal in der Woche ganz wertvolle Videos und gleichzeitig die Glocke zu betätigen. Dann kriegst du nämlich auch immer einen Hinweis, wenn ein neues Video da ist. So, also, lass uns jetzt mal Deep Dive machen in das Thema, wie du es wirklich schaffen kannst, dich einfach ja von innen heraus wieder richtig glücklich zu fühlen. Und meiner Meinung nach, der allerwichtigste Aspekt daran ist es, zu beginnen, dir noch mehr Zeit und Raum für dich selbst zu nehmen. Ich merke immer wieder, dass es Frauen gibt, die da genau an diesem Punkt mega schlechtes Gewissen kriegen. Ja, und ne, wenn ich doch jetzt gerade nicht am Arbeiten bin, dann brauche ich doch die Zeit für meine Familie, für meinen Mann, für meine Freunde und so weiter und so fort, ne, damit du irgendwie das Gefühl hast, du gibst denen genug, um nicht Gefahr zu laufen, ja, als nicht gut genug angesehen zu werden oder als egoistisch angesehen zu werden oder ja, als, ach guck mal, die interessiert sich gar nicht, für mich angesehen zu werden, weil das ist ja wieder etwas, was uns diese Angst macht, ausgeschlossen zu werden. Warum stellen wir andere Menschen immer an die erste Stelle, anstatt uns selbst? Weil wir Angst davor haben, nicht mehr geliebt zu werden. Und diese Angst ist oft so groß, weil sie gleichzeitig implementiert, es kann sein, dass ich von diesen Menschen in meinem Leben ausgeschlossen werde, dass wir oft unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Aber Fakt ist eins, nur wenn du von innen heraus selbst genährt bist, kannst du andere nähren. Das heißt, wenn du selbst in dir kaum Energie hast, kaum diese Lebendigkeit des Lebens spürst, kaum diese Kraft hast, kannst du das auch nicht anderen geben. Das heißt, indem du beginnst, dich und deine eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen, kannst du den Menschen in deinem Umfeld wirklich das geben, was sie von dir letzten Endes auch brauchen, nämlich deine Energie, deine Lust, die aus dir sprüht, ne, deine Freude, die aus dir sprüht. Und gleichzeitig, wenn du Mama bist, ist es ja oft noch schwerer, ne? Weil jetzt, ich bin ja auch Mama und da neigen wir ja dazu, unsere Kinder oft an erste Stelle zu setzen. Ne? Und gerade da dieses Zeichen zu setzen, auch schon für die Kinder, hey, wenn du dich an erste Stelle setzt, dann kannst du ein wirklicher Beitrag für die Menschen in deinem Leben sein, indem du es deinen Kindern so vorlebst. Macht das einen riesen Unterschied auch in deren Welt, dass die sich später nicht mehr mit einem schlechten Gewissen plagen müssen, wenn sie Zeit für sich ja einfordern, wobei ich noch nicht mal einfordern sagen würde, sondern sich diese Selbstverständlichkeit im Leben nehmen, Zeit für sich zu haben. Und das nicht nur irgendwie einmal die Woche eine Stunde, wenn du vielleicht zum Yoga gehst, sondern ganz regelmäßig.
und diese Zeit mit dir dann auch zelebrierst und nutzt, ne, und die Dinge tust in dem Moment, die dir wirklich, wirklich, ja, auch gut tun, deinem Inneren gut tun, deiner Energie gut tun. Ne, das ist eben dieser zweite Punkt. Nimm dir Zeit für dich selbst. Also der erste Punkt ist, setz dich an erste Stelle. Der zweite Punkt ist, nimm dir Quality Time für dich selbst, wo du die Dinge tust, die dir wirklich gut tun, wo du dir Zeit nimmst, vielleicht auch mal Ruhe nimmst, also dass eben nicht irgendwie jetzt noch ein Buch gelesen werden muss oder ein Podcast gehört werden muss oder ein Film geschaut werden muss, sondern dass du dir vielleicht auch mal diese Stille erlaubst, weil in dieser Stille kommt wieder die Energie und die Kreativität und da sprudelt's aus dir heraus, was alles noch gesehen und erlebt werden will. Aber wenn du dich natürlich in dieser Zeit, die du für dich hast, permanent irgendwie ablenkst mit irgendwelchen Sachen, kann das natürlich auch nicht entstehen. Und ich glaube, gerade so diese Zeit in der Ruhe mit dir zu verbringen oder in der Meditation oder in Yoga oder wie auch immer mit dir zu verbringen, ist oft das Schwierigste, weil dann fangen die ganzen Gedanken an zu kreisen. Die Gedanken dran, was muss ich noch alles machen, was muss noch alles passieren heute, ne, und. Und sich da zu trainieren, zu sagen, okay, ich lasse jetzt alle Gedanken kommen, alle Emotionen kommen, es ist alles okay. Und gleichzeitig fließt es wieder aus mir raus, damit ich einfach mit mir sein kann in diesem Moment. Und das wird dir unfassbare Kraft geben. Und gleichzeitig wirst du spüren, dass du dich viel, viel energievoller fühlst. Und die Energie ist das, was jeden Tag kreiert. Energie ist das, was uns glücklich fühlen lässt. Energie ist das, was Ideen sprudeln lässt. Energie ist das, was uns vorangehen lässt, jeden Tag, um uns das zu erschaffen, was wir wirklich uns erschaffen wollen. Und deswegen ist deine Investition, sowohl zeitlich als auch finanziell in deine Energie, die wichtigste Investition, auch zum Beispiel, wenn es darum geht, dein Business aufzubauen. Ne, viele denken dabei immer, es muss jetzt die Investition in ein Businessprogramm sein oder hier und da oder tralala. Aber die Investition in welcher Form auch immer in deine eigene Energie ist die allerwichtigste Investition. Denn deine Energie schafft diesen Sog von Menschen, die dann auch mit dir weiter zusammenarbeiten wollen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, auch dieses Glücksgefühl zu fühlen wieder. Warum? Weil das auch anziehend macht. Glückliche Frauen sind sexy. Glückliche Frauen sind anziehend. Auf Männer wie auch auf Frauen. Auf Kunden, auf Interessenten, auf deine Community, auf alles drum und dran. Und deswegen ist es wie so eine wunderschöne Pflanze, die von dir immer gehegt und gepflegt und gegossen und gedüngt werden darf. Okay? So. Und der dritte wichtige Punkt ist, mache Dinge, die dir dahingehend gut tun, dass du immer wieder dein Füllebewusstsein nährst. Also das heißt, gönn dir bestimmte Dinge und zwar in regelmäßigen Abständen. Ob es jetzt vielleicht Wellness ist, ob es eine Massage ist, ob es ein schönes Kleidungsstück und schönes Schmuckstück ist, ob es ein mega geiles Essen ist, wo du eben nicht auf den Preis schaust, sondern einfach nur auf die Karte, boah, was möchte mein System jetzt gerade? Ne, womit fühle ich mich jetzt richtig glücklich, wenn ich das jetzt esse oder mir das jetzt kaufe oder gönne, diese Massage oder wie auch immer, dass du deinem System immer wieder zeigst, ich bin genährt, ich bin in Fülle, es ist alles da, was ich brauche. Und es müssen nicht immer die großen Sachen sein. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, bei mir ist das Geld eh schon knapp, dann schau, was du dir Gutes mit auch einem knappen Geld tun kannst. Ich muss da immer an die Geschichte von der Nadine denken. Die Nadine war bei uns im Unlimited Fullness Programm. Und die hat sich's nie gegönnt, mal mit einer Freundin spazieren zu gehen und dabei einfach ein Cappuccino zu trinken. Und es war für sie das Größte, ihre Freundin anzurufen und zu sagen, hey, lass uns eine Runde spazieren gehen und sich vorher ein Cappuccino zu holen.
Das war für sie dieses, oh, schau dir diese Fülle an. Also, was ich damit meine, ist nicht, dass es jetzt immer was mega Großes sein muss, sondern irgendetwas, wo du sagst, hey, wenn ich mir das jetzt gönne für mich selbst, dann zeige ich mir, dass ich in absoluter Fülle bin, dass ich genährt bin. Und das steigert wiederum dein Glücksgefühl in diesem Moment. Und dieses Glücksgefühl steigert wiederum deine Energie. Und deine Energie steigert wiederum deine Anziehungskraft. Und deine Anziehungskraft steigert wiederum deinen Umsatz oder dein Geld, was du verdienst oder wie auch immer. Und das ist einfach das, was es so magisch macht. Und deswegen ist es so wichtig, deinen Fokus wirklich jeden Tag auf dich selbst zu richten, auf dich und deine Bedürfnisse, um dich dadurch viel glücklicher und erfüllter zu fühlen. Ja, also wir dürfen uns an allererste Stelle setzen. So, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mal auf jeden Fall ein Like hier und schreibe auch so deine Erkenntnis rein, die du jetzt hattest für dich in die Kommentare. Teil das mal, weil Sharing is Caring. Lasst uns da miteinander in den Austausch gehen und einfach schauen, was du für Goldnuggets für dich jetzt rausgenommen hast und wie du damit auch dein ganzes Leben für dich verändern kannst, weil du dich eben beginnst, jetzt wirklich an erster Stelle zu setzen, weil du deinen Fokus darauf hast, was dich glücklich und erfüllt macht und dadurch ein viel, viel genialeres Leben zu leben. Und wenn du so für dich das Gefühl hast, hey, die Impulse sind schon geil, aber irgendwie, ich will noch eine Schippe tiefer gehen, bei mir ist irgendwas vergraben und ich weiß vielleicht noch gar nicht genau was oder ich weiß, was es ist, aber ich kann es einfach aus irgendeinem Grund für mich nicht lösen, dann lade ich dich jetzt nochmal ganz herzlich ein zu unserem Breakthrough-Coaching. Bei dem Breakthrough-Coaching wird sich eine grandiose Feminist-Mentorin, ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, was es auch braucht, Zeit nehmen, um wirklich mit dir ein Deep Dive zu machen. Ein Deep Dive zu machen, zu schauen, wo stehst du gerade, wo willst du hin, was sind aktuell deine größten Herausforderungen und was können jetzt deine optimalen nächsten Schritte sein, um diese Herausforderungen zu lösen, um endlich das Leben so zu leben, wie du es leben möchtest. Denn dafür sind wir da. Wir sind nicht hier auf die Welt gekommen, um irgendwie unseren Tag zu fristen. Ne? Wir sind nicht hier auf die Welt gekommen, um permanent Kompromisse auf unsere eigenen Kosten zu machen, sondern wir sind hier, um uns zu erfahren und vor allem das erfüllteste und geilste Leben zu erfahren, was es gibt. Und genau dabei unterstützen wir dich eben in diesem kostenfreien Breakthrough-Coaching. Also wenn du für dich so dieses Calling spürst und sagst, oh ey, ich will da jetzt endgültig rauskommen und ich will mich auch so frei und unabhängig und glücklich fühlen und zwar jeden Tag, egal was auf mich einprasselt, dann ja, melde dich auf jeden Fall an. Hier unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung findest du den Link. Hol dir dein kostenfreies Breakthrough-Coaching und schaffe einfach Klarheit über deine nächsten Schritte, wie du wirklich das Leben so gestalten kannst, wie du es dir gestalten möchtest. So, und am Schluss nochmal einmal dran denken, abonniere auf jeden Fall unseren Kanal, drück die Glocke, dass du kein Video verpasst hier. Und wenn du das ganze Thema jetzt noch vertiefen möchtest, möchte ich dir an der Stelle noch ein anderes Video aus unserem Kanal empfehlen. Und zwar das Video Eine einfache Gewohnheit, die dich dabei unterstützt, dein Traumleben zu führen. Das blenden wir hier ein. Einfach draufklicken und dann kannst du schon die nächsten Impulse dir sofort holen. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, die beste, erfüllendste Zeit ever und bis ganz bald, deine Marina. Ciao, ciao, tschüss.